Okay, ich nehme Holz Ja, an. Wo ist denn der? es gibt auch Holz. Rückschläge im Leben. Ach, das ist wirklich hart, ne? Holz, wo ist denn Holz? Totholz, Holztransport. Holztransport. Was ist Totholz? Bei Problem. Totholz, Ja, Bäume fällen. genau, musst du Bäume fällen und wenn du den Auftrag nicht abgibst, kannst du die kleinen Baumstämme noch mitnehmen und selber verkaufen. Wie viel das gibt, weiß ich aber nicht. Aber du kriegst ja Strafe jetzt, ne? Strafe pro Baum 2000. Schon hart, ne? Wir machen Holztransport. Ich würde sagen, wir machen. Oh, guck mal, das ist aber ein richtig schöner LKW diesmal. Das ist auch diesmal nur einer. Das ist geil. Geräte ausleihen und dann annehmen, oder? Genau. Geräte ausleihen. Auftrag annehmen. Oh nein, jetzt habe ich schon wieder den falschen angenommen. Was ist das denn? Wo ist denn jetzt? Warum nimmt er denn immer zwei an? Warum nimmt er, wenn ich die Geräte miete, nimmt er das automatisch an? Dann Ja, ist wir haben das jetzt noch einen automatisch anderen an. Auftrag. Steine sammeln. Blaschi, viel Spaß. Müssen wir dann nachher mal gucken. Alles klar, mache ich dann. Scheiße. Oh nein, was denn für Steine sammeln? Ich habe noch nie Steine gesammelt in meinem Leben. Ach, 200 Strafe, wenn du einen falschen Baum fällst. Ah, okay. Junge, das ist aber ein ordentlicher Kahn hier, ne? Müssen wir mal gucken, wie das. Alter, was ist denn das? Aber das ist doch kein. Das ist ja. Ist das wirklich Holztransport? Geht das auf? Ja, das ist Holztransport. Aber das sieht ein bisschen mächtiger aus als vorher. Das finde ich gar nicht so schlecht. Genau. Wahrscheinlich ist die Steuerung dann auch deutlich besser, ne? Nein. Wie nein? Was? Warum nicht? So, was ist das hier? Da müssen wir das Holz abgeben, oder? Ja, weiß ich nicht. Wo ist denn jetzt hier was? Job erstellen, Land, Hotspots, bla bla bla. Wo muss ich denn hin mit dem Holz? Ah, Aufträge gucken, aktiv. Holz, Land 21. Okay. Dann fahren wir mal zu Ich. 21. Ach so, ja. Und das ist aber gleich alles hier in der Nähe, oder nicht? Ich check das nicht. Wo muss ich denn hin? Muss ich hier zum Holzsymbol oder was? Ja, ne? Ich glaube ja. Okay. Da kann ich nicht anmarkern, die Scheiße. Dann gehen wir hier hin. Markierung setzen. Ich glaube, dann sind die Wege auch nicht so weit. Ja, das ist ja angenehm. Mahlzeit. Schon wieder das Licht aus. So. Sorry. Nee, ich habe eigentlich gelernt, dass wir keine Abkürzung mehr nehmen, ne? Naja. Ach, schaut euch das an. Ich wollte euch nur mal die Reifenspuren zeigen. Es sieht so fantastisch aus. Oh, hier vorne ist Tankstelle. Und dann bleiben wir auch wirklich auf der Straße. Junge, das hat ja aber richtig Speed. Also, da kommt sie ja mit Trecker nicht hinterher hier. Das ist ja geil. Richtig gut. Ja, ich glaube, wir fahren mal geradeaus erst. Achso, neuer Monat, das heißt, es gibt auch neue Angebote. Was haben wir denn hier? Ah, ja, stimmt. Ja, das müssen wir auch im Auge behalten. Ein neues Gerät für Bambus Hallo, brauchen wir nicht. Schako. Vielen, vielen Dank für den Follow. Na? Es gibt einen LKW-Anhänger, glaube ich. Noch ein Ja. Anhänger im Angebot. Was denn für Anhänger? Richtig, richtig riesige? Die sehen schon richtig riesig aus, ja. Und was kostet das? Der größte? Mit der meisten Kapazität? 21.000. 21.000! Ja. Das hätten wir machen können, wenn wir keine Strafe bezahlt hätten. Warum haben wir denn jetzt wieder 99.000 dazu bekommen? Also warum sind wir wieder fast bei 100k? Hast du schon Auftrag fertig? Nee, nee. Okay, krass. Aber wir haben kein Geld bekommen, oder? Sicher? Oh! Wir hatten ja vorher 117.000, bevor wir die Strafe gezahlt haben. Ach so. Ehrlich, hatten wir schon so viel, Plaschi. Ja. Oh nein. Junge, wer fährt denn hier falsch rum in die Einbahnstraße? Meine Güte. So, okay. Oh nein, oh nein. Oh, das sieht aber gar nicht gut aus. Wäre ich mal doch lieber den anderen Weg gefahren. Oh shit. Oh nein. Ich will nur hoffen, dass jetzt hier kein Auto entgegenkommt. Also nicht noch eins. Warst du schon mal in Asien? Hast du mal Urlaub gemacht oder so, Plaschi? Überhaupt nicht, nee. Warst du schon überall Urlaub gemacht bisher? Norwegen, Oh, schön. Zum Schweden, Angeln. Angeln, ja genau, Hochseeangeln. Italien, Auch schön. Wohne Großbritannien, Italien. Venedig, Rom, Bist du Italiener oder was? Warst Gardasee. du schon überall in Italien?
Sizilien. Nee, da war ich noch nicht. Ah, okay, okay. Aber ich war sehr viel in Italien, das stimmt schon. Nice. Österreich. Österreich? Polen. Wie komme ich denn da rüber? Da ist auch wieder diese Autobahn. Ja gut, Polen bietet sich ja an. Das ist ja nicht so weit weg von euch da, ne? Das stimmt. Einfach mal schön zur Ostsee. Ich glaube, hier ist keine Autobahnausfahrt. Das heißt, wir müssen hier oben längs. Okay, 1, 2, die dritte nach rechts und dann wieder rechts. Und dann sind wir da. Buschbohnen. Oh, Buschbohnen. Hattest du schon mal Buschbohnen gemacht? Nee. Aber es ist genau wie Erbsen. Okay. Warum hupt der mich an? Also wirklich, das fühlt sich an wie ein Sportwagen hier, das Ding. Weil das jetzt so schnell ist. Trotzdem brauchen wir ewig, um da hinzukommen. Ist egal. Ist egal. Und da kann ich ja bestimmt auch Stützen ausfahren dann. Hm? 90 km/h ist schon eine Hausnummer, ne? Ja. Wenn du vorher ein Gerät hast, was nur 10 schafft. 8. Entschuldigung, 8. Wäre nicht gleich übertreiben. Bin ich hier richtig? Ich kann hier kein Holz ernten, glaube ich. Oder mitnehmen. Ich muss das hier ablernen. Warte mal. Achso, das ist der Marker. Genau, ich muss da rechts. Ich. So, hier wird es. Da liegt es doch. Ach, guck mal. Oh, das ist ja süß. Das ist ja gar nichts. Ich dachte, es gibt mal eine Challenge hier, du. Oh, hier ist die Straße. Ist hier gesperrt, Plaschi. Das sind 15 Stämme, ne? Ja, meine Güte, ich nehme immer 4 auf einmal. Okay, let's go. Let's go. Ist das so richtig? Das letzte Mal war der Kran vorne. Das ist jetzt sehr irritierend. Gut, dann. Ach, hier gibt es aber auch einen Beifahrersitz. Das scheint auf jeden Fall zu funktionieren. Ausklappen einmal. Genau, ach guck mal, da kriege ich ja alles mit einmal mit. Schaut euch das mal an, was für eine krasse Ladefläche hat, also wie hoch die auch ist. Das wo sitze ich denn da drin? Ich bin im Kran drin. Lol, das ist ja geil. Oh, ich habe meine neue Lieblingsbeschäftigung gefunden. Nice. Oh, das ist ja süß. Oh, das finde ich irgendwie cool. So, gehen wir mal in die Krankamera. So, schön ist das, ne? Schön, schön. So, nach vorne. Da kriegen wir ja bestimmt, guck mal, was das für eine Klaue ist. Ich wollte noch einen Bergklaw. So. Es gibt noch einen Seilkran, okay. Wird auch für Forstwirtschaft genutzt. Junge, ich nehme die alle auf einmal, Digga. Glaube ich. Komme ich jetzt hoch? Jetzt wieder los hier, der Abfuck, ey. Ich hab 5! Ich hab 5! Mein LKW fährt um! Mein LKW fährt um! Ich hab nur noch 4. Ist egal. Ich hab nur noch 4. Mein LKW fährt immer noch um. Mein LKW fährt um. Plaschi, was mache ich denn jetzt? Zieh ran zu dir. Ja, mach ich doch. Mach ich bei dir. Alles gut. Plaschi, Digga, mach mich nicht wuschelig jetzt hier. Ich bin hier mitten im Stress. Also 221.000 kostet dieser LKW. Okay. Meinst du, man kann seinen eigenen LKW kaputt machen dadurch? Nee, ne? Wie viel kostet der? Warte, der, den ich habe, oder was? Ja. Wie viel? Das ist auch das beste Gerät, 221.000. Okay, ja, das merke ich, das ist das beste Gerät. Das ist wirklich sick, Alter. Also für Holztransport. Ja, ja, ich weiß nicht, vielleicht gibt es da noch was anderes unter Holztransport. Nein, was Besseres gibt es da nicht. Also in einer anderen Kategorie? Glaube ich nicht. Ja, ist ja jetzt natürlich kacke gestapelt, ne? Aber geht trotzdem. Das geht trotzdem. Moin, lohnt sich das Spiel für Leute, die es noch nie gezockt haben? Ja, es kommt halt drauf an, was du für ein Mensch bist. Also wenn du sehr geduldig bist und den Grind liebst und stundenlang ein Feld beackerst, um dann zu merken, dass der Auftrag ausgelaufen ist und alles umsonst gemacht hast, zum Beispiel, dann ist das genau was für dich. Auch für Multiplayer perfekt. Wenn du so ein bisschen am Thema interessiert bist, dann natürlich auch. Das ist eine schwierige Frage, das musst du für dich selbst beantworten tatsächlich. Max... Aber, ja, wenn dir gefällt, was du siehst und dir vorstellen kannst, stundenlang dasselbe zu machen, dann würde ich sagen, go for it. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Plaschi, wann hast du gemerkt, dass du den Grind liebst? Oh, ich habe ja schon mit den 17er angefangen, glaube ich, oder?
War das 17, der 17er? Ne? Ein bisschen mittiger. Ja, 17er gibt es auf jeden Fall, genau. Und, ja, ja. Oh. Noch mehr. Keine Ahnung, es macht Spaß. Es ist mal so ein bisschen, ne? Kann ein bisschen nebenbei quatschen. Es gibt halt Leute, die spielen auch nichts anderes ihr Leben lang, aber so sind wir nicht. Wir spielen das jetzt mal eine Zeit lang. Vielleicht mal das so ein, richtig. Zwei Wochen, Monate, Jahre und dann ziehen wir weiter. Jahre. So, also ich will auf jeden Fall das Rapsöl herstellen, Plaschi. Also mal mindestens. Ja. Vielfalt hast du hier auf jeden Fall, ja. Das ist auf jeden Fall so. Oh ne, er hat schon wieder 5. Scheiße. Ja, du musst dich halt drauf einstellen, dass du viel lernen musst hier. Weil jede Produktionskette geht anders. Das stimmt. Und Holz ist nochmal ein eigenes Ding für sich, Digga. Holz, ja. Holz. Also wenn du Dark Souls magst, dann magst du auch Holz, glaube ich. So. Dark Souls. Genau, für mich ist das so ein bisschen Holz. Das sieht gut aus, aber ich glaube, ich muss doch zweimal fahren, ne? Oder meinst du, ich kriege das noch drauf? Eigentlich? Ich hab wissen das noch. Ein bisschen anstupsen? Dass es nee, sich wir verteilt. Fahren los. Nee. Wir fahren auf jeden Fall los. Okay. Das wird nichts mehr. Guck mal, ich habe das ordentlich gesichert hier. Oder was? Guck mal. Oh mein Gott. Ja, ich glaube, du hättest das. Ja, mein Gott, es ist, gehört alles dazu. Moin, Harrow, grüß dich. Wie gesagt, ich bekomme 19 Stämme drauf. Ja, bei mir sieht das ein bisschen anders aus, Kumpel. Aber hey, ich bin auch Anfänger, ja? Man darf halt auch Anfänger sein. Spricht ja nichts dagegen. Muss nicht jeder gleich hier der Farming-Simulator-Experte vom Herrn sein. Jeder fängt mal klein an. Warum lachst du denn so? Wie das ausschaut. Das ist eine ganz normale Holzladung. Also ich weiß gar nicht, was du hast. Hallo Tiger, moin. So, und wo bringen wir das jetzt hin? Das weiß auch kein Mensch, ne? Wo muss es jetzt hin? Wo muss das Holz hin? Es muss in die Schreinerei. Dahin, also, okay, alles klar. Also dorthin. Bababababab. Links und dann die zweite links und nur geradeaus sind wir schon mal. Okay, alles klar. Ich versuch's einfach mal. Licht an. Schwertransport auf. Oh, scheiße. Nicht, dass ich hier bei der Brücke hängen bleibe. Oh, das habe ich jetzt natürlich nicht bedacht, ne? Das ist jetzt natürlich. Also, so unter den Strommast fahren hier mit der. Mit dem Katapult ist auch schwierig. Eieiei. Aber es soll schon schief gehen, ne? Unterführung wäre halt jetzt Katastrophe. Aber ansonsten. Läuft das doch. 19 Stämme. Ist kein Wettbewerb. Gelbsüchtig, es ist kein Wettbewerb. So, dann die zweite links. Das ist die erste gewesen. Und dann kommt hier die zweite. Genau. Da vorne ist es schon. Guck mal. Und hier auch die Schilder. Eieieiei. Aber das ist so. Oh Gott. Das habe ich mir gedacht. Scheiße. Ja, das ist jetzt natürlich maximal scheiße. Wir müssen mal gucken, ob wir da irgendwie durchkommen. Wir haben hier ein Problem mit der Ampel. Wer hat denn das Holz da gestapelt, Leute? Ah, warte mal, ich habe eine Idee. Wir können einfach gegenfahren. Dann nehme ich einfach mal hier die Schnalle weg. Und dann drückt sich das vielleicht rein, weißt du? Ja. Oh ja. Oh ja. So, Schnalle wieder drauf. Sehr gut. Dann fahren wir hier links und dann wieder rechts. Ist doch gar kein Problem. Okay. Und hier können wir das... Oh nein, nicht schon wieder. Und reinschieben, genau. So, wo verkaufe ich denn das Zeug? Das muss ja hier sein, quasi. Okay. So, du musst wieder nach dem Ausrufezeichen. Ja, habe ich gefunden, habe ich gefunden. Alles gut, alles gut, alles gut. Nochmal. Wunderbar.
Also der Weg schön. Ist kurz diesmal, weißt du? 12 Euro. Ja, meine Güte, aber das ist auf jeden Fall Rekord aktuell. Das, ja. 12 Euro ist der absolute Spitzenrekord. Vorher hatten wir 9. Und 17.000 Strafe. Also wenn ich immer dieses Ding hier habe, dann, ganz ehrlich, mache ich alles an Holz. Ich finde das gar nicht schlimm, ehrlich gesagt. Klar, ist ein bisschen friemelig und so, aber es ist mal was Schönes anderes, als die ganze Zeit über den Acker zu fahren, was ich jetzt auch stundenlang gemacht habe. Ist auch mal ganz nett, ein bisschen Holz zu greifen, ne? Ja. Was auch nicht unser Auto ist, können wir hier richtig schön durch den Pudding fahren. Perfekt. Ne, warte mal, wir sind falsch. Hier müssen wir hin. Nee, das ist doch richtig. Ja, alles gut, alles gut. Alles gut. Da müssen wir sogar lang noch. Schön. Also, finde ich klasse. Man muss halt trotzdem wahrscheinlich richtig zum Holz ranfahren, richtig rum. Also quasi so. Könntest du auch mal so probieren, aber nee, das ist, glaube ich, dann zu lang. Oh nee, es regnet, Plaschi. Ja, die ganze Zeit bei mir schon. Aber mir fängt es jetzt an zu nieseln, gerade mal. Warum wachsen eigentlich die Buschbohnen nicht im Busch? Die Buschbohnen heißen Buschbohnen, weil sie buschig sind. Okay. Die wachsen einfach buschiger ein bisschen, weißt du? Verstehe. So, dann gehen wir mal in die Cam rein. Okay. So, vielleicht können wir hier auch gleich wieder direkt alle mitnehmen. Boah, das mit dem Holz ist wirklich geil, ehrlich gesagt. Finde ich gar nicht so verkehrt. Ich glaube, Plaschi findet das auch nicht so verkehrt. Er wollte einfach nur mal sehen, wie ich mich anstelle. Jetzt ist er so positiv überrascht und begeistert, ne, Plaschi? Ja, ja. Ein bisschen wackeln hier. So, guck dir das an. Ja, das ist like a pro, wirklich. Oh, ein bisschen drehen, ein bisschen runter. Und dann greifen. Dann haben wir die. Oh, ein bisschen nachgreifen geht jetzt nicht. So, vielen, vielen Dank für die Follow. Salz. Nee, nicht Salz, Salamander. Alamandra? Salamander? Sandra? Herzlich willkommen. Wie immer du dich nennen möchtest. Na, danke für den Follow. So, dann ziehen wir den jetzt nochmal ein bisschen an uns ran. Weit an uns ran, dass es diesmal auch passt, eventuell. Also man bekommt ja so gut wie keine Buschbohnen, ne? Warum? Naja, das Feld ist jetzt 44% abgeerntet und ich bin erst zu 33% voll. Was holst du dir auch immer diese Mörderaufträge, ey, ganz ehrlich? Das da wirst du nicht glücklich mit. So, die bringen wir mal in Position, dann nehmen wir die auch alle auf einmal hoch. Ja, jetzt bin guck ich mal, ja, das geht doch hier ganz fix. Bin ich hier wirklich Profi, jetzt kann man auch mal so Spießchen machen hier, ne? So. Ist das schön. Ist das schön. Regnet zwar ein bisschen, Wetter ist kacke, aber hey. Ey, bist du gewohnt, das Wetter? Gehört dazu, ne? Versuche ich den mal runter, rüber zu rollen. Mal sehen, ob uns das gelingt. Ja. Sehr gut, sehr gut. Okay, das ist jetzt komplett falsch. Ah, ich bin immer noch ein bisschen am Üben hier. Ist nicht so einfach. Hast du mal mit Controller probiert? Nee. Okay. Glaubst du, ist geiler. Nur das Rudern, das dauert halt irgendwie immer extrem lange, ne? Controller geht's wahrscheinlich dann angenehmer. Hab ich schon den ganzen Unterarm hier am Mauspad aufgeschubbelt. Aber naja. Irgendwas ist ja immer, ne? Wer nichts weiß, fährt im Kreis. Moin, Hallöchen. Kultini, grüß dich. Moin, wie geht es dir, Lasi? Und was spielst du da? Wir spielen den Farming Simulator 25. Das heißt, hier geht es darum, eine eigene Farm zu betreiben mit allem, was dazugehört. Wir haben zum Beispiel Rapsfelder.
Drei Stück an der Zahl. Ne, vier sogar sind das, ne? Das ist drei oder vier? Vier. Vier. Vier Rapsfelder. Und die bewirtschaften wir gerade. Da wir aber chronisch pleite sind, machen wir jetzt gerade noch Aufträge für, ja, für andere Bauern, sage ich mal. Und ich bin gerade dabei, zum Beispiel Holz wegzubringen. Und damit bessern wir ein bisschen unsere Kohle auf. Hoffentlich. So. Ah, vielleicht doch noch mal ein bisschen höher. Okay, passt. Und kaufen uns dann davon wieder neue Dinge. Also zum Beispiel neue Maschinen. Also Autos, Vehikel. Sowas halt, weißt du? Vehikel. Vehikel, Vehikel. So, nochmal ran. Also wirklich easy Auftrag. Easy peasy lemon greasy. So, läuft. Alles gesichert. Wo kommst du her? Kennst du mich schon eigentlich oder was, Kultini? Weil ich sehe gerade, das ist deine erste Nachricht im Chat. Aber du fragst, was ich spiele. Normalerweise kommen die Leute rein, wissen, was gespielt wird und interessieren sich dann fürs Spiel. Für mich interessiert sich hier leider keiner. Ah, es ist ja schon echt trauriges Leben. Okay, los geht's. Wir bringen das Holz weg. Also wirklich, Rekord, oder? Zeit. Also ehrlich. Und nicht mal zwei Stunden fürs gesamte Holz. Aber ist natürlich auch der Karre geschuldet. Ne? Oh, ich bin beeindruckt. Ich bin beeindruckt. Bist du wirklich? Ja. Glaube ich ja nicht. Okay. Gut. Tja, dann machen wir danach den Steinbrecher-Auftrag. Das ist wahrscheinlich auch richtig fies, oder? Steine sammeln? Steine sammeln weiß ich nicht. Stein brechen. Achso, nee, da steht Steine sammeln rechts. Ah ja. Ah ja, okay. Ist das, geht das auch mit so einem Kran, oder? Nee, du hast dann so, ist so eine Maschine, die so eine Zange vorne haben und dann fährst du einfach übers Feld. So wie beim Schneeflug. Kannst du dir vorstellen. Okay. Ah, okay, okay. Also gar nicht so schlimm. Und zack, sind wir in Euro Truck Simulator. Moin Leute, willkommen, willkommen. Euro Truck Simulator 3 ist am Start. Ja, da ist aber wirklich mal ein neuer Teil fällig, oder? Nachdem sie jetzt schon alles damit DLCs ausgeschlachtet haben, können sie mal eine neue Engine und sowas reinballern. Naja. So. Ja, oder auch mal erweitern. Ja, machen sie ja ständig, oder? Du musst noch abgeben. Ja, ich weiß. Okay. Abgeschlossen. Also. Abschließen. Wieder 8000 Flocken verdient. So, machen wir mal die Steine sammeln. Achso, wie leih ich mir denn da jetzt was aus? Geht gar nicht, ne? Mehr. Hast du dir nichts ausgeliehen? Nee. Ja. Dann kannst du den nicht machen. Ich kann mir doch einfach so Geräte ausleihen. Kannst du auch machen. Kostet aber sehr viel. Ist das da mehr als wir bekommen? 3000? Was ist denn Strafe? Ich glaube, wenn es noch gar nicht begonnen ist, gibt es keine Strafe. Okay. Und? Haben wir Strafen bekommen? Nee. Aber ey, das war vorhin auch voll verzögert, ne? Ja, weil wir den Auftrag, den abgebrochen und noch nicht abgegeben haben. Ah, okay, okay. Da habe ich das noch schnell gemacht. Ja. Dann lass uns mal gucken, was wir für einen neuen Auftrag haben. So. Lass uns mal reinschauen. Aktiv haben wir nichts. Muss halt echt aufpassen, wenn wir was mieten. Holztransport für 10.000. Mit dem guten LKW. 38 Stämme, nee, 19 Stämme. Das ist ja lächerlich wenig, ne? Das ist ja, ja. Das mache ich gleich wieder, oder? Was meint ihr? Let's go. Let's go. Und diesmal bin ich auch schlau und drücke nicht nochmal auf Enter, um irgendeinen Random-Auftrag anzunehmen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, bei uns ist alles fit, Angry Tiger. Ich hoffe, bei dir auch. Hast du einen schönen Sonntag? Was machst du so? Was hast du heute getrieben? Ausgeschlafen? Immer ganz wichtig. So, wo müssen wir denn hin jetzt hier? Wir müssen. Ich habe heute schön ausgeschlafen. Ehrlich, wie lange hast du gepennt? Abgebrochen. Achso, abschließend noch. Okay. Müssen wir jetzt Strafe bezahlen? Nee, ne? Nee. Gut. Gut, gut, gut. Zu 38 müssen wir. Land 38, das ist ja direkt hier.
Da bin ich. Muss ja einfach nur da hochfahren, ja, das ist gut. So, 38. Ja, die Frage ist halt, wo müssen wir es abgeben dann, ne? Da schauen wir dann mal. Oh. Guck mal auf der Karte. Kann es sein, dass es bei euch jetzt komplett grisselig ist, wenn es regnet? Oder. Ich bin hier bei 38. Ist das im Wald? Nein. Also du musst es da zurückbringen, wo du es gerade hingebracht hast. Also den anderen Holzauftrag. 17 Uhr gestartet heißt das, glaube ich, oder? Und dann durchgezogen. Nice, 7 Uhr. 7 Uhr gestartet und dann durchgezogen. Was hast du gezockt? Entschuldigung, Plaschi. Was hast du gesagt? Ich habe gesagt, du musst es da zurückbringen, wo du es gerade eben auch zurückgebracht hast. Wäre es ja gut. Irgendwer hat gesagt, 19 Stämme gehen auf so ein Ding drauf hier, ne? Ja, ich das jetzt ja. Auch. Und da muss ich noch einmal fahren. Du bist ja ein Künstler. Mittlerweile bin ich ja wirklich künstlerisch. Geht das auch von der Seite? Wahrscheinlich ja. Oder? I try it. So. Da bin ich mal gespannt. Ach, auch Landwirtschaftssimulator 25. Nice. Wie nennt ihr das eigentlich? Nennt ihr das FS oder LS? Ich lese immer wieder LS. Dass das Spiel auch einfach zwei Namen hat, ne? Das ist halt auch irgendwie komisch. So. Los geht's, Plaschi. Bist du ready? Dann erstmal die Kralle noch weiter auf. Bin ready. Ja. Ich bin ready für die Buschbohnen. Ich hoffe, der nimmt jetzt nicht wieder 5 oder sowas. Ich bin der Buschbohnen. LS sagen die meisten. Okay, okay. Ja, ein bisschen noch rüber hier. Komm schon, Kumpel. Bisschen hoch. Okay. Das ist, glaube ich, optimal. Runter. Und zupacken. Oh, schön. Glaube ich. Weiß ich noch nicht. Oh ne, jetzt hat er wieder 5 Plaschi. Oh, was mache ich denn jetzt? Wie habe ich denn die Stützen, wenn der nicht stützt? Ja, nur ein bisschen, ne? Na, 5 ist wahrscheinlich auch einfach zu viel. Oh, so wird das nichts. Plaschi, so wird das auch nichts. Okay, ich bin in der Luft, ich bin in der Luft. Ich bin in der Luft. Ich bin in der Luft, ich bin in der Luft. Das könnte passen. Es könnte wirklich passen. Ja, jetzt hier mal nicht so viel umschlawenzeln. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das ist ja auch viel mehr Spiel hier mit diesem Kran, ne? So, und jetzt runter einfach. Und auf. Alter. Das wird richtig gut diesmal. Nimm doch nicht so viele. Ist kein Wettbewerb. Es ist für mich ist das jetzt ein eiskalter Kampf, gelbsüchtig. Ich habe meine Meinung geändert. Man darf auch nicht immer so festgefahren sein auf eine Meinung. Ich werde dich schlagen. Wären hier 20, ich hätte sie alle mitgenommen. Das kann doch nicht sein. Bitte dich. So, ein bisschen drehen. Ja, gelbsüchtig, das schafft er. Schaffen wir das erst recht oder was, Plaschi? Ja. Sicher. Ja, nochmal 5 werden wir nicht kriegen, aber dann machen wir es halt in Dreierpaketen. Oh ne, das ist mir zu weit. Zu weit vorne. Müssen wir noch mal ein bisschen raus. Alter, wir kriegen wahrscheinlich jetzt Probleme mit der Stabilität noch mal. Aber hey. Gucken wir uns mal an. Ja, geh doch hoch, Digga. Was machst du denn? Jetzt haben wir doch nur 2. Naja. Mal richtig zupacken hier. Falsch rumgedreht. Egal, ziehen wir durch. Nimm doch mal die richtige Spur. Oh. Ja, der ist mir, der passt mir noch nicht so. Jetzt. Wir müssen ein bisschen Platz schaffen hier natürlich. So, 69% geschafft.
Bist du immer noch beim ersten Auftrag? Ja. Digga, ich mach Holz! Warum brauchst du so lange? Ich bin schon beim zweiten Holz. LOL. Was soll ich dir sagen? Ernten braucht seine Zeit. Wieder noch nicht. Das ist jetzt natürlich ein bisschen. Kriegen wir das ja vernünftig gelöst. So, das muss jetzt passen einfach. Oh Gottes Willen, ich glaube, wenn ich es drehe, rutscht mir einer raus. Vielleicht fährt doch alles gleich runter dann. Aber dann fährt es zumindest hier rein, eventuell. Easy. Also das erste Holz war, im Gegensatz zu dem hier, war das wirklich Abfuck. Aber ich glaube, mittlerweile bin ich ein richtiger Profi hier, ne? Also wirklich. Weil so mal einen Meter vor, weißt du, dass wir das andere Holz auch noch gut greifen können und dann... Und wie viel Kohle du damit machst? 10.000. Naja, siehst du? Nochmal 10.000. Und ich krieg nicht mal 10.000. Wie viel kriegst du denn? Ja, 4.000. Ne? Das ist aber nicht viel. Das ist richtig. Das ist ja ganz schön wenig. Ja. So, dann hier nochmal hin. Dankeschön, Nobler Hobler Sascha. Ey, vielen, vielen Dank. Das passt noch drauf. Ja, ja, ich mache auch weiter. Ich wollte nur einmal nach vorne fahren, dass wir es besser greifen können, René. Alles gut. Sascha, wie geht's dir, mein Lieber? Sag mal, bist du eigentlich immer noch am Tarkov suchten oder ist die Zeit jetzt bei dir auch vorbei? Interessiert mich mal. So, dann runter mit dir hier. Ist noch zu weit. Richtig aufmachen. Und runter. Und noch ein bisschen nach vorne. Und runter. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ein bisschen weiter hier hin. Tja. Das ist jetzt natürlich richtig doof. Kriege ich hier mal drei? Es könnte klappen, eventuell. Nein! Ich habe einen verloren, Plaschi. Wie verloren? Einer ist mir runtergeplumpst. Ach so. Ja, das ist natürlich okay. Hart, ne? Ja. Also warum gibt es für manche Sachen, wenn man etwas ernten will, nur so kleine Schneidewerke? Für Karotten zum Beispiel, ne? Oder was? Ja, Karotten. Oder meinst du allgemein jetzt am Auftrag gebunden? Nee, jetzt generell. So, also für manche Fruchtsorten. Du kannst dir sagen, so warum. So ein kleines Schneidewerk. Kann ich dir sagen, warum? Weil man natürlich noch ordentliche DLCs rausbringen will. Die dann größere Schneidewerke haben wahrscheinlich. Meinst du? Oh, was geil. Guck mal, da ist ein neues Fahrzeug. Das hat die doppelte Schnittbreite. 19 Euro, scheißegal, take it. Nimm's mit. Also ich würde es so machen, wenn ich schlau wäre. Bin ich schlau? Aber, naja. Oder, Chat? Gab's das in anderen Teilen auch schon? Ist das aufgefallen bei den DLCs, dass sie auch besser waren als andere Fahrzeuge? Oder gab's einfach nur andere Marken oder so? Ach, schon lange rum. Ah, okay, krass. Ja. Ich hätte gedacht, dass die Hersteller so machen. Dass die sagen so, hier kriegst du nur 2 mm. Kann man bei euch mithelfen? Nee, das geht nicht. Das geht leider nicht, Angry Tiger. Kommen genügend gratis Mods. Ah, okay, okay, okay. Aber wie ist das bisher gewesen mit der DLC-Politik? Also gab es dann auch wirklich so DLCs? Oder haben denn die so allgemein DLCs, die rauskommen für Landwirtschaftssimulator, egal welcher Teil, einen heftigen Mehrwert gegenüber den Standardfahrzeugen? Also zum Beispiel Schnittbreite oder höhere Kapazität oder sowas. Würde das auch so machen, ey, ganz ehrlich. Kannst du natürlich nicht machen als kleiner Indie-Entwickler, aber wenn du so eine riesige Fanbase hast wie dieses Spiel, das kommt ja, die Fanbase scheint ja noch größer zu sein als bei Eurotruck-Simulator fast gefühlt, weißt du?
Vielleicht überschneiden die sich sogar auch. Boah, wie kriege ich das hier nochmal ran? Gar nicht. Oh, jetzt ist aber schwierig. Aber egal, kriegen wir trotzdem hin. Mach mal auf. Wie viel habe ich denn jetzt noch an Baumstämme? Vier. Oha, das wird aber wirklich knapp. Vielleicht schaffe ich es doch nicht, Plaschi. Du musst. Ich muss? Ja, klar. Na, dann schaffe ich das auch, wenn ich das muss. Jetzt hast du so angegeben bei Gelbsüchtig. Ja, ja, sicher. Jetzt musst du auch liefern, ne? Oh nein. Ehrlich? Ja, ja, klar. Okay, du gehst vorher mal nicht nach Hause. Gut. Scheiße, ich habe nur einen erwischt. Ja, machen wir mal nur den einen jetzt. Und wir drehen. Irgendwer muss auch das Geld reinbringen, ja, oder? Das stimmt, ich bin's nicht. Nee, ich auch nicht. Ja, deine Holzaufträge, die bringen richtig viel Geld gerade. Nee, ich glaube, das ist auf die DLCs bezogen. So. Aber ja, ja, klar. Alter, wie angegossen. Als würde er da leben. Nie von denen ist. Hier habe ich nur einen Plan. Ah, okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Aber eigentlich ist es logisch, oder? Ja, auch nicht dumm. So. Eventuell das letzte Mal. Holz greifen. Das ist aber auch eine interessante Kameraführung. Ja. Irgendwer hat gesagt, das ist leichter in der Perspektive. Ich habe das geglaubt, also. Was soll ich machen? Das spielen wir jetzt auch damit, ne? Okay. Boah, schön. Ja, mal gucken. Wenn ich das jetzt dann noch irgendwie drauf kriege, wäre gut. Sieht gut aus, es sieht so gut aus. Okay, ich glaube, ich hab's. Easy, wir haben's drauf. Ey, da hätten wir ja noch mal mehr. Da hätten wir noch mal 19 draufpacken können. Das ist ja lächerlich. 19. Hätten wir noch höher stapeln können eigentlich. Guck dir das an. Perfekt. Gut, die letzten. Ja, mein Gott. Jetzt mit der Ladesicherung jetzt nicht so gut gegangen. Aber ist ja egal. So, wo muss ich jetzt hin? Ans andere Ende der Map. Richtig. Gut. Ich kann die ja festschneiden. Die wackeln aber trotzdem hier noch ein bisschen. Ja, mit so einem LKW, glaube ich, Offroad fahren ist eigentlich nie eine gute Idee. Ich glaube, da bleibst du in jedem Schlammloch hängen. Oder wühlst den Acker auf oder was weiß ich was. Das ist, glaube ich, schon richtig heftig. So. Licht ist doch an, oder? Ich sehe halt, ich sehe die Straße gar nicht mehr hier, du. Alter, würde mir so ein LKW entgegenkommen. Hä, wieso? Naja, gut, Ladesicherung ist jetzt vielleicht echt nicht optimal. Auch hier der rechte Stamm wäre fast runtergepurzelt. Aber ich sag's mal so. Es hält ja alles. Ich habe ja Riemen drum gemacht, weißt du? Ja, klar. Wenn da Riemen drum sind, kann eigentlich nichts passieren. Vor allem mit 90 Sachen, ja sicher. Ja, das ist aber wirklich schnell, das Gefährt. Das ist richtig geil. So. Nehmen wir nochmal die Abkürzung. Müssen wir eigentlich hin? Ich bin doch schon wieder falsch. Ich muss auch da hin. Ich habe wieder einen falschen Wegpunkt markiert. Oh no. Wir müssen da irgendwo durch die Stadt einmal durch. Liegt dir da Wert, wenn man das so spielt? Ist euch das scheißegal, wie ich hier rumfahre? Oder gibt es ja irgendjemanden, der sagt, ey Digga, also du musst aber auch wirklich bei jeder roten Ampel stehen bleiben und darfst nur die Straße benutzen. Einfach nur so als offene Frage. Ich werde niemanden verurteilen. Jeder hat seinen Spielstil und alles ist gerechtfertigt. Willst du nur wissen aus Neugier? Der eins bringt mich jetzt nicht weiter.
Was ist denn eins? So, hier müssen wir, glaube ich, rum. Immerhin gibt es doch Ampeln, gibt es hier auch. Aber wir sind noch nicht. Doch, wir sind doch schon an welchen vorbeigefahren. Aber, ja, wir fahren wieder entgegengesetzte Einbahnstraße rein. Hier ist zum Beispiel eine Ampel. Die sehen wir jetzt halt nicht, weil wir falsch rum reinfahren. Da. Und die wird auch grün irgendwann. Die wird auch grün. Wird auch grün. So. Sicher, so, dass ich das wieder an derselben Stelle abliefern muss. Nicht, dass ich das jetzt aus Versehen falsch rausschmeiße. Kann auch sein, dass es eine andere ist. Oh, Plushy, ehrlich. Digga. Also ich würde es schon sagen zu 98%. Es ist natürlich komplett woanders. Aber du machst mich fertig. Jetzt muss ich den ganzen Weg zurückeiern. Ist es wirklich? Ja. Hä? Ey, du machst wo mich denn kaputt. Wo denn? Bei der 59. Nein. Warum denn da? Der macht mich fertig, der Bengel, ne? Unten rechts blinkt es doch. Ja, aber das ist... Nee, da muss ich meins hinbringen. Hast du es jetzt zum Falschen gebracht, oder was? Nee, ich bin ja noch nicht so weit. Das macht mich fertig, Leute. So, wieder den ganzen Weg zurück, T-Shirt. Mann, 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 Mann. Upsi. Ja, nehmen wir aber wirklich hier wieder Fastlane heute, glaube ich. Oh nee, das ist ein riesiger Graben, glaube ich, ne? Das ist ja meine Abgabestelle. Ja. Ach, Plushy. Wie war's dort so? Oh, ich bleib stecken hier, glaube ich, im Schlamm. Oh, das ist aber nicht gut jetzt. Ja, war schön. Sieht alles gut aus. Kannst abliefern. Der fährt auf dem Acker echt langsamer als auf dem grünen Streifen. Interesting. So. Also wirklich, das ist wieder das kleinste Gerät, aber das Feld ist auch gar nicht so groß, finde ich. Naja, das dauert halt. Fahren wir denn am besten jetzt längs, Leute? Man könnte doch auch hier zum Beispiel das Feld 8 und die 12, wo ich bin, zusammenlegen zu einem riesigen Monsterfeld, oder? Könnte man machen. Das müsste doch auch gehen. Na klar. Kann man mehrere Erntehelfer einsetzen, die dann zum Beispiel von zwei Seiten anfangen oder so? Das weiß ich nicht. Also dass einer links anfängt und dann fängt ganz rechts an, dass sie dann... Oder kann man einfach so 5 KI-Helfer einstellen, die ein riesiges Feld einfach so fertig machen, oder? Oder wie läuft es? Ich habe 0,0 Ahnung. Plushy, du hast doch alle Teile gespielt vorher. Ich verstehe gar nicht, warum du so wenig Ahnung hast. Ich habe wirklich gedacht, weißt du, Plushy spielt mit, geil, habe ich endlich einen Experten dabei. Überhaupt nicht. Ja... Gut. Ey, ich fahr aber auch, ich habe ja den Chat. Nur die Felder ab. So. Was immer von mir erwartet wird. Bist du fertig mit deinem Feld? Ich hole jetzt meine Ladung ab und bringe sie weg. Da müssen wir mal einen Gang runterschalten hier auf dem Hügel. So, Plushy, was spielen wir denn morgen? Spielen wir denn morgen? Ja, wie viele Spiele haben wir denn zur Auswahl? Ja, Farming Simulator. Richtig. Ja, am 19. würde ich sagen, das ist dann, das kommt jetzt abends um 17 Uhr raus, also am 20. das wäre dann Montag, Dienstag, Mittwoch. Wollen wir Mittwoch Flugsimulator machen? Oh, Planet Crafter, auch schöner Vorschlag, ne? Leider war der Publisher zu geizig, hat mir keinen Key gegeben, also werden wir es wahrscheinlich erstmal nicht spielen. Ihr wisst ja, Rücklagen aufbauen und so. Ist ja jetzt nicht gerade günstig, das Ding. Ich muss mal gucken, vielleicht gibt es Planet Crafter. Ich war bei Dings. Bei Planet Coaster war ich. Oh nein, ich bin falsch gefahren. Planet Coaster 2 ist ja rausgekommen. Nee, da war ich nicht. Planet Crafter? Boah, da haben wir auch lange nicht weitergemacht, ne? Ach du Scheiße, wie komme ich denn jetzt hier wieder runter? Oh nein, oh nein, oh nein. Ich muss hier wirklich mitten durch den Pudding, oder was? Nee. Hä, wie komme ich denn da hin? Bin komplett falsch. Mal geradeaus weiter unter rechts. Too late. Da ist halt auch ein Fluss in der Mitte. Da kommen wir so gar nicht durch. Müssen wir vielleicht doch umdrehen. Na egal. Und auf die Autobahn. Ja, da würde ich auch gerne hin.
Hier irgendwo mitten im Wald. Das wird nichts, wir müssen doch wieder umdrehen. Ach du Scheiße. Oh nein. Wie? Sie? Passt. Passt. Ja, machen wir so, dann fahren wir vorne rechts. Jetzt ist auch egal. Nee, jetzt fahren wir so nach vorne und dann rechts. Gelbsüchtig. Weil hier rechts durch den Wald kann ich nicht pesen. Das wird, glaube ich, nichts. Eieiei. Komm, schalt mal einen Gang runter jetzt. Ah, diese Automatikautos, ne? Gangschaltung kann man doch safe auch aktivieren, oder nicht? Ich glaube schon. Boah, das wäre gut. Und einfach im ersten Gang die Steindinger hoch. Passt. Kommst du dann überhaupt vorwärts? Das ist jetzt die nächste Frage, ne? Aber ich denke schon, warum nicht? Okay. Wird schon passen, das wird schon passen. Tja, wir müssen weiter. Aber das geht ja immer höher. Wir sind hier gleich. Das sieht aus wie bei der GTA-Map. GTA 5, der Berg in der Mitte. 20 Gänge schön durchschalten, na klar. Wie ist das eigentlich bei den aktuellen LKW da draußen? LKWs. Haben die Automatik oder müssen die wirklich schalten wie die Bescheuerten, die Armfahrer? Ich glaube sowohl als auch, oder? Aber ich denke mal, die meisten werden bestimmt Automatik nehmen, oder? Weiß ich nicht. Du bist stundenlang auf der Autobahn und musst die ganze Zeit... Ja, anfahren. Kuppeln, schalten, wiederschalten, bremsen, runterschalten, anfahren, kuppeln, schalten. Ich sehe nichts. Alle Automatikschalter ist Sonderausstattung. Das ist Sonderausstattung? Ach krass. Also wenn ich mir überlege, vor 15 Jahren haben alle rumgeflamed. Digga, Automatik, wer fährt denn Automatik? Fahr doch lieber einen Schaltwagen. Inzwischen 90% lieben Automatikautos. Nur noch 10% fahren gerne mit Schaltwagen, oder? Also, ich könnte mir ohne Automatik... Hallo, was gab's denn, Karma? Ich kann ohne Automatik, will ich auch gar nicht mehr leben. Ich glaube, ich kann auch gar kein Schaltauto mehr fahren. Ich sauf überall ab, glaube ich. Damals waren die auch nicht so gut. Ja, das kann natürlich auch sein. Ja, das könnte mit reinspielen. So, 19 Baumstämme. Wunderschön, da kann nichts passieren. Es sieht so gut aus. Toll. Du hast 20.000 gemacht, ich habe 7.000 gemacht. Yep. Ja, Holz halt, ne? Holz, Holz. Aber es ist auch die Ausstattung gewesen. Das war auch wirklich sehr, sehr geil. Es ist auch schon wieder dunkel geworden oder ist immer noch dunkel? Immer noch dunkel. Irgendwie immer geht die Zeit nicht voran. Krass. Ja, ja, stimmt. Ja, ist aber gut, dann können wir viele Aufträge machen in der kurzen Zeit. Dann lass uns mal schauen. Wir könnten noch Weizen aussäen. Bringt uns aber nichts. Hast du schon wieder das angenommen? Ja. Ernten. Spritzen, würde auch gehen. Grubbern. Erntenland 13. Oh nein, das ist auch schon wieder so ein Abfuck-Ding. Rübe, ne? Rübe. Pastinake, ne? Ne? Nie wieder Pastinake. Das nehmen wir nicht mal an. Wir machen die einfach nicht mehr. Oh, 20.000. Spinnerei, Baumwolle ernten. 20.000. Oh, das kannst du machen. Da bist du aber lange unterwegs. Ist die Frage, ob man das schafft. Zu zweit macht man das auch oder alleine? Das macht man alleine und der andere könnte halt abholen. Wenn du dann irgendwann einen Ballen auspresst. Da presst du einfach nur einen Ballen aus? Ja. Hätte ich ja Bock drauf, ne? Feld 7 sieht jetzt auch nicht so groß aus. Warum kriegt man da so viel? Weil es ein großes Feld ist, würde ich sagen. Ist das großes Feld, Feld 7? Oh, Feld 7 ist mit Abstand eines der größten, ne? Boah, eine Schnittbreite? Weiß ich nicht. 7 Hektar ist riesig, meinst du? Ja, werden wir machen, aber nicht heute. Das machen wir morgen früh vielleicht, Plaschi. Alles klar. Jetzt geht's erstmal in den Sonntag. Das ist schmal, ehrlich? Baumwolle bei dem Feld, schätze ich mal 4 Stunden. Ah, das ist natürlich echt kacke, weil... Ja gut, aber es ist noch nachts um 4 Uhr.